Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Disneys Ein Königreich für ein Lama. Ja, ein Spiel, was ich mir, beziehungsweise meine Mutter mir damals aus der Videothek mal ausgeliehen hatte. Und das hat mir, so wie ich das in Erinnerung hatte, ganz gut gefallen. Und ich hatte auch noch eine kleine Geschichte zu, die werde ich aber dann, schätze ich mal, erzählen, wenn wir an diesem entsprechenden Punkt ankommen. Falls ich das noch richtig in Erinnerung hatte, wo das genau war. Denn ich... Also man kann das auf jeden Fall nicht als Blind Let's Play betiteln. Denn ich kann mich noch so an einige Sachen erinnern, aber... Ich kann mich auch nicht wirklich... an alles, also nicht wirklich an alles irgendwie erinnern. Also es ist... schwierig. Statusanzeige machen wir mal an. Vibration machen wir auch an. Ansichtenmodus umgekehrt. Ist okay. Ja, das ist alles. Sollte jetzt so passen. Also ich kann mich so. Ich habe so ein paar Szenen im Kopf. Aber ich kann mich halt nicht wirklich. Also an ganz wenig wirklich nur erinnern. Ich würde sagen, wir. Fangen einfach an und ich schätze mal, es werden auch ein paar Film-Schnipsel kommen und so. Und ich hoffe mal, dass sie nicht weggestrikt werden. Aber wir fangen einfach mal an. Okay. Memory Card. Möchtest du? Ja, bitte. Ich hoffe mal, da ist sowas drauf frei. Du kannst... Was? Neues Spiel starten. Mit... Achso, links und rechts kannst du dein Spiel auswählen. Ach so. Ah. Ah, now I understand. Ich glaube, ich habe auch noch nie den Film wirklich dazu gesehen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Okay, wir haben eine Levelkarte. Ich dachte, wir kriegen jetzt noch ein schönes Intro oder so, aber das wird dann wahrscheinlich gleich folgen. Dorf, Kapitel 1. Es wird auch kein 100% Run. Jedenfalls habe ich... Also ich habe schon vor, so viel zu holen wie geht. Aber wenn mir jetzt irgendwo was fehlt oder so, dann werde ich dann nicht nochmal irgendwie in das Level reingehen und da alles absuchen. Vielleicht mache ich das doch, wenn es nur so... Ach, keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich Bock habe. aber ich werde jetzt nicht sagen, ich mache hier einen 100% Run, sondern wenn es ein 100% Run wird, dann wird es halt einer und wenn nicht, dann nicht. Ja, gut. Okay, wir können nur dieses eine Level nehmen, deswegen fangen wir einfach mit dem Dorf Kapitel 1, 55 silberne Münzchen an. Oh. Oh. Wo kommst du denn auf einmal her, Kleiner? Nicht so da. Teufelslama! Teufelslama! Mein Gott. Ruhig, Teufelslama. Langsam, beruhige dich. Ich werde dir nicht wehtun. Wovon redest du über... Moment mal, dich kenne ich doch, du bist dieser jämmerliche Bauer. König Cusco? Ja, ist hier irgendwo noch ein König? Aber wie... Sie, sehen nicht aus wie der König. Was soll das heißen, ich sehe nicht aus wie der König? Machen Sie mal so. Was ist das jetzt? Irgend so ein primitives Bauernspielchen, oder? Das kann nicht sein! Mein Gesicht! Mein hübsches, bezauberndes Gesicht! Schon, ich bin ein hässliches, stinkiges Lama! Lama-Gesicht! Was ist passiert? Das würde ich auch gern wissen, okay? Ich weiß nichts mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Doch, ich weiß was. Du warst bei mir. Und ich hab dir erzählt, dass ich mein Sommerhaus auf dein Grundstück baue. Dann wurdest du sauer auf mich.
Und dann hast du aus mir einen Lama gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch, und dann hast du mich entführt. Warum sollte ich einen Lama entführen? Weiß ich warum. Du bist hier der Meisterverbrecher, nicht ich. Was? Du hast recht. So viel wollen wir dir gar nicht zutrauen. Okay, ich muss sofort zum Palast. Isma hat doch ihr sogenanntes Geheimlabor. Ich werde dir einfach befehlen, mich ruckzuck zurückzuverwandeln. Hey du, ich hab es eilig. Los geht's. Okay, es war auf jeden Fall schon mal ein lustiges Intro, also vom Film selbst. 55 Münzen. Okay, muss man das wegdrücken? Ich weiß nicht, die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Ich hab's mal jetzt weggedrückt. Okay, Kamera. Können wir mit den... Obwohl, es ist für mich gerade ein bisschen zu laut hier. Also, das Intro hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Dennis den Film hat. Wenn nicht, werden wir uns den mal kaufen. Aber ich habe da irgendwie Lust drauf, den mal zu gucken. So, nun zur Steuerung. Wir können mit dem Analogstick spielen, wir können aber auch mit dem Steuerkreuz spielen, was sehr gut ist. Wobei ich hier, glaube ich, mal gucken. R2 und L2 lässt die Kamera drehen. R1 und L1 auch, toll. Booyah! Mit Kreis können wir angreifen. Was steht heute zur Auswahl? Dreieck gibt uns so eine Ego-Perspektive. Quadrat macht nichts. Und X springt. Ja, mehr haben wir nicht zur Auswahl. Gut, wir quatschen erstmal mit Ihmchen hier. Gehen wir. Ich will aus diesem Dorf hier weg, aus diesem Körper heraus und zurück zu meinem Palast, damit ich Cuscotopia bauen kann. Ich kann dir den Weg aus dem Dorf nicht zeigen, außer du baust Cuscotopia woanders. Ich verhandle nicht mit Bauern. Dann bringe ich dich eben nicht zurück. Schön, ich finde auch alleine zurück. Nein, das ist viel zu gefährlich. Ich habe gefährliche Abgründe mit Steinen und Kieseln gekennzeichnet. La la la, ich kann dich nicht hören. Und nimm keine Münzen von den Dorfbewohnern. Die Dorfbewohner sind mein Volk, deshalb sind das auch meine Münzen. Okay, gut, dann werden wir mal Münzchen einsammeln. Flipp. So, was ist das hier für eine lustige Palme? Booyah! Booyah! Kann man anscheinend nichts mitmachen. Oh, ich muss mich jetzt erstmal hier an die Kamera gewöhnen. Weil ich ja nicht drehen kann mit dem Analogstick. Was hat er gesagt? Das Abgründe sind mit Steinen gekennzeichnet? Was für Steine? Ah, da sieht man auch schon die Nebel, die PlayStation 1 Nebel. Was hiermit? Kann man da rein? Nichts mehr! Gut, wir dürfen auf jeden Fall nicht ins Wasser. So, dürfen wir bei dem in die Butze rein? Ne, dürfen wir auch nicht. So, was ist das? Njam, njam. Njam, njam! Das war Energie. Okay, dann haben wir das da oben. Was ist das denn? das da oben links, weiß ich nicht, was das ist, aber das daneben, also das rechts daneben ist unsere Energie, diese Melone oder was das auch immer ist. So, was mit dir? Okay, dann gehen wir erstmal zu dem kleinen Kind hier. Wenn du die Action-Taste drückst, kannst du diese roten Töpfe zerschmettern. Gut, ich habe jetzt Lust, was platt zu schlagen. Okay. Ah, okay, dann haben wir... Also im Stehen haben wir diese komische... Oh ja! Mit die komische Angreifding da und so tun wir uns rollen. Können wir nicht rein? Können wir Doppelsprung eigentlich? Nee. Nur so einen einfachen Sprung. Oh ja, ich springe! Hopp, hopp, hoppidi, hopp! Falls dich jemand nicht beachtet, dann drück Action, um mit ihm zu sprechen.
Okay. Wenn ich 4 Ballons hätte, würde ich sie dazu benutzen, hier herauszukommen. Eichhörnchen sind kleine Nervensägen, aber wenn du ihnen folgst, zeigen sie dir interessante Sachen. Mhm. Bananen im Fluss. Was kommt als nächstes? Wie viel hast du uns denn zu erzählen? Ich bin auch schon mal von einem wilden Fluss mitgerissen worden. Dabei habe ich gemerkt, dass ich langsamer werde, wenn ich gegen das Ufer stoße. Sieh mal hinauf zu dem großen Kerl vor dem Restaurant. Der hat ja einen Bärenhunger. Mein Bruder wohnt in der Stadt, weißt du? Er hat ein Kaninchen, das Schnuffel heißt. Alter, was erzählt er denn? Eichhörnchen sind kleine Nervensägen. Okay. Der hat ganz schön viel zu erzählen gehabt. So, was mit dir? Wenn du die Action-Taste drückst, kannst du... Gut. Du hast jetzt nichts mehr zu sagen, ne? Na gut, dann gehen wir mal hier hinten lang und gucken mal, was auf uns zukommt. Das sind Vögelchen, das sind keine Eichhörnchen. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Ich glaube, du kannst springen, wenn du die Sprungtaste drückst, aber ich kann meine Sprungtaste nicht finden. Wo ist die Escape-Taste? Okay, kann man da rein? Das gefällt mir aber nicht, dass es dann so Sachen... Oh ja! Ist hier noch irgendwas? Gehen wir mal hier hinterm Haus lang, wenn das geht. Ich höre hier irgendwie so Gacker irgendwie. Ich kann die Musik nicht nachmachen. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt, okay. Ich meine, hier gäbe es noch irgend so Kram zum Einsammeln. Das ist eine Blume. Ein Blümchen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Geheimnis. Also die Musik gefällt mir bisher sehr gut. Oh ja! Oh ja! Und es gibt... Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal festgestellt, dass es Geheimnisse gibt. Aber ich verstehe immer noch nicht, was dieser rote Balken da ist. Oder ist das die Münzenanzahl, so ein Fortschritt? So, wir haben jetzt fast die Hälfte. Also wir haben 19 Münzen. Fehlen noch 8. Ich glaube, dafür ist das... Die war ja am Anfang gefüllt, da hat man noch gar nichts eingesammelt, oder? Ach, ich weiß es nicht. Oh. Warum bist du denn nicht gesprungen? Kus, heißt der Kusku oder? Ja, Kusku heißt der, ne? Ich habe nämlich gestern Couscous gemacht. War lecker. Ui, der war aber knapp. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Mir kommt die Stimme. Das ist doch die Stimme von Buzz Lightyear, oder? Jetzt so, wo ich drüber nachdenke. Kam mir so bekannt vor, die Stimme. Ist noch irgendwas? Nee. Hallo. Wenn du diesen Schalter drückst, kannst du die Säulen als Brücke verwenden. Wenn sie einmal oben sind, solltest du dich lieber beeilen, bevor sie wieder absinken. Versuch mal, es so zu machen, dass sie für immer oben bleiben, wenn man den Schalter drückt. Nein. Oh Mann. Lass mich raten, du bist wohl das Genie in der Familie. So. Ich will nicht, dass das Ende ist. Also das können wir nicht aufnehmen, weil wir schon volle Dings haben. Wollte ich aber gerne noch gucken. Nee, da ist nichts mehr. Ja, dann gehen wir hier rein. Gucken, wo wir hinkommen. Achso, nächstes weiteres Level.
Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Was ist das für eine... Ah, die muss man wahrscheinlich da draufstellen. Kontrollpunkt. Wie viele gibt's denn bitte schön hier? Um die Tore im Dorf aufzumachen, musst du einen Topf auf einen Schalter stellen. Lamas können die Töpfe hochheben, wenn sie ihre Action-Taste drücken. Wie hast du es so schnell hierher geschafft? Hey, das ist nur ein Spiel. Werd bloß nicht übermütig. Okay, ein Kreis oder was? Tatsache. Ah, okay. Das kann natürlich auch sein, dass das da oben ein Levelfortschritt ist. Was mit dir? Zum Powern drückst du die Power-Taste, während du läufst. Sammle Lama-Zaubertränke, um deinen roten Powerbalken aufzufüllen. Ah, das ist der Powerbalken. Und was macht der Powerbalken? Ja, ja, und wenn ich 5 Münzen sammle, dann steigt mein Powerbalken an. Sowas weiß doch jeder Lama-Spezialist. Okay. Ich muss unbedingt auf diese... Mich kriegst du nie! Du bestehst echt darauf, dass ich das tue, ja? Ich will dich noch gar nicht kriegen. Ich will doch erstmal gucken. Ich will erstmal gucken hier. Was ist das? Warum ist das jetzt... Warum ist das eine orange und das hier grün? Was ist das? Da brauchen wir auf jeden Fall, also so einen Kopf brauchen wir dafür, oder? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will jetzt hier erstmal machen. Warum kann man da lang? Manu! Okay, das war's ja schon. Kontrollpunkt. Dann los geht's. Boah, der Haken. Das habe ich damals geschafft. Hey, du hast mein Spielzeuglama kaputt gemacht. Hier, nimm einfach den roten Couscousstein und lass mich in Ruhe. Haha, bis zum nächsten Mal. Der gefällt mir. Nimm rote Couscoussteine, um rote Couscous-Tore zu öffnen. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir andersfarbige aufnehmen, um andersfarbige zu öffnen. Na gut, dann öffnen wir jetzt mal das Couscous-Tor. Couscous-Tor, so rum. Nicht Couscous. Das ist was anderes. Okay. Kontrollpunkt. So viele Checkpoints, ne? Hier quatsche ich gleich. Warum sind hier Pilze? Ich mag Pilze. Kann man da... Schade. Okay, hier ist nix. Sonst war hier sonst auch nichts so... Na gut, was möchtest du denn? Hey, Pacha, arbeitest du eigentlich auch mal was? Cusco, halt dich von diesem alten Baum fern. Der ist ziemlich morsch. Du meinst wohl verrottet. Der ist einfach alt. Also weg da. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Keine Power in der Nähe des Baumes einsetzen, verstanden? Okay. Bahn frei, Lama kommt. Da wäre ich doch fast runtergefallen. Oh. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Da ist doch tatsächlich gerade
die Schallplatte rausgekommen, die ich mir vorbestellt habe. Von Ghost, das neue Album. Das eigentlich übermorgen erst rauskommt und Amazon war mal wieder so geil und hat es mir früher geschickt. Sehr geil. Für sowas liebe ich Amazon ja, ne? Oder Amazon. Ah, das sieht nach einem Geheimnis aus. Oder? Ach, ich weiß es doch nicht. Why is everything so cryptic? Ich weiß nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Was denn hier jetzt? Erzähl mal. In diesem Bereich findest du einen Wampi. Ein Wampi? Das hört sich nach einem Tierchen an. Mein Wampi! Ein Wampi ist wie ein Bonusleben. Wenn du ein Wampi hast und stirbst, dann spielst du von deinem letzten Kontrollpunkt aus weiter. Sag mal, woher weißt du das alles? Ich weiß nicht. Keinen Schimmer. Okay. Ah, ich dachte schon, was geht denn jetzt ab? Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Also ein Vampir ist also ein Leben. Das ist ganz schön schwierig. Aber da muss ich gleich echt nochmal in das andere Türchen reingehen, weil ich dachte jetzt eigentlich, die wären miteinander verbunden. Sind sie aber nicht. Oh Gott. Das ist mein Vampi! Ich mag das Geräusch, das es macht. Ja gut, dann können wir jetzt hier wieder abhauen. Gut, dann haben wir einen Vampi und ich denke, das werden wir jetzt direkt benutzen. Oh, guck mal. Das war eben noch nicht da, oder? Oh, ich dachte, das wäre schwieriger, da jetzt hinzukommen. Geheimnis. Booyah! Booyah! Aber ich weiß nicht so recht, was die kleinen Häschen zu tun haben. Oder kriegt man dann irgendwann ein Leben von denen? Wie bei Spyro. Macht das auch mal tot? Nee. Nee. Schade. Okay, uns fehlen noch 8. Münzen! Oh, ja, ja. 8 Münzen fehlen uns noch. Ich hoffe, die werden wir jetzt hier kriegen. So, was erzählen? Menschen können sich umsehen, wenn sie ihren Kopf bewegen. Aber ich glaube, Lamas müssen dazu ihre Lama-Sicht-Taste nehmen. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Drück deine Lama-Sicht-Taste, um den roten Kussgestein oben auf der Statue zu sehen. Oh, ich mag die Musik voll.